Hallo liebe YouTube-Freunde, heute mal ein anderes Thema. Wasserpumpen ohne Strom, wie das Video heißt, und das ist bei uns Programm. Hier ist unser Reservoir für das Wasser. Von hier läuft es selber ins Haus und wird dort durch eine Pumpe unter Druck gesetzt und im Haus verteilt. Aber bis das Wasser hier ist, braucht es auch schon einen Schritt. Unsere Quelle ist unten da beim Nussbaum, etwa 35-40 Meter tiefer als das Reservoir. Und das Wasser muss von unten nach hier gepumpt werden. Für das haben wir weiter unter, etwa 8 Meter tiefer als das Reservoir oder als die Quelle, einen hydraulischen Widder. In diesem Video werdet ihr sehen, wie er funktioniert. Wir werden ihn revidieren, die Leder ersetzen und auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Es ist ein System, das 1:12 funktioniert. Wenn es 1 Meter Höhenunterschied nach unten braucht, es Druck, Staudruck, dann kann es 12 Meter nach oben das Wasser pumpen, ohne Strom oder jegliche Energie, nur durch den Druck des Wassers. Einziger Nachteil, jede Sonnenseite hat auch eine Schattenseite. Es ist bei unserem Widder, der ist etwa 100-120 Jahre alt, ist ein Drittel Wasser, wird nach oben gepumpt, und zwei Drittel ist als Verlust, fließt in einen Bach und wird der Natur zurückgegeben. Bei den neueren heutzutage ist fast kein Verlust mehr, kein Verlustwasser. Aber bei den Eltern ist, aber dafür funktioniert er immer. Er braucht vielleicht zwei, alle drei, vier Jahre muss man die Leder und die Dichtungen tauschen. Aber sonst macht er seine Arbeit und bringt das Wasser zu uns nach oben. Es ist mal ein anderes Video als sonst, keine Maschinen. Aber seht selbst und viel Spaß. Geborgen. Sollte ich auch mal etwas sagen, in der Gregor drüber? Ein bisschen.
Das Funktionsprinzip des Widers ist, von hier kommt die Druckleitung, das Druckwasser vom Schacht, baut Druck auf, bis es hier das Ventil schließt. Das ist über ein Gummi gelagert. Durch das Schließen und den Staudruck des Wassers hebt es hier ein Leder, ein Ventil, drückt Wasser in den Kessel, in den Windkessel. Durch den Überdruck ist immer mehr durch den Staudruck, gibt es wie einen Rückschlag, das wieder in das Steigerrohr das Wasser presst. Durch das wird eigentlich der Druck aufgebaut. Dichtig musst du haben. Ja, ich gebe dir nicht sonst die auch. Also, ich gehe hier oben zutun. Mm.